Und ich habe vor, jetzt mit euch so einen Mini-Bogen. Man kann nicht in so, selbst in dieser etwas ausgedehnten Zeit, aber man kann nicht dieses ganze Thema, was ist das Volk Gottes, in dieser Zeit betrachten. Aber ich möchte mit euch einen kleinen Bogen von diesen Dingen durchgehen. Wie ist das Volk Gottes denn entstanden? Was macht das Volk Gottes aus? Ist das nur etwas, was in den Berichten im Alten Testament wichtig ist? Ist es nur aufgrund des Neuen Bundes im Neuen Testament wichtig? Haben wir überhaupt eine Bedeutung da drin? Und wie sind wir denn, wenn es diese Bedeutung gibt, in das Volk Gottes hineingekommen? Wer ist Gottes Volk? Wir sind Gottes Volk. Und das möchte ich mit euch jetzt an den Bibelstellen ein bisschen langhangeln, ein bisschen schauen, welche Personen. Ich habe nicht so viele jetzt mir da rausgesucht, sondern ein paar. Und es ist wichtig für uns, nochmal das zu wissen. Dann weiß ich aufgrund der Rückmeldungen von den E-Mails, dass wir hier auch Leute im Livestream dabei haben, die neu im Glauben sind. Wir haben jemand, sie hat uns angeschrieben, hat gesagt, ich habe mich letztes Jahr bekehrt und ich möchte eine Bibel haben. Und dann hat sie wieder geschrieben, hat gesagt, ich möchte auch eine Bibel für meine Tochter haben. Und so weiß ich, dass hier auch Leute sind, die frisch im Glauben sind, neu im Glauben sind und für die diese Informationen wirklich auch wichtig sind. Und auch für uns alte Hasen, so würde ich das mal sagen, ist es immer wieder wichtig, dass wir uns diese Grundlagen der Bibel, des biblischen Werdegangs immer wieder in Erinnerung rufen, damit wir wissen, wo unsere Identität ist. Und wir müssen auch wissen, wo unsere Zugehörigkeit ist. Welche Bedeutung hat das denn für uns? Wir sind Gottes Volk. Ich habe ja vor kurzem über Ruth gesprochen, Ruth und Naomi, die Ruth, die mit Naomi dann wieder nach Bethlehem zurückgegangen ist, die Ruth, die sich entschieden hat von sich aus und zu Naomi gesagt hat, nein, ich verlasse dich nicht, denn dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Und sie ist diese Herausgerufene aus den Moabitern, aus diesem Volk, was eigentlich bei Gott keine guten Karten hatte, sondern sie ist in das Volk Gottes hineingekommen und hat sich da integriert und wurde sogar von Gott wirklich erhoben. Denn sie gehört mit in dieses Geschlechtsregister, was bis zu Jesus hingeht. Und man nennt deshalb die Ruth auch die Braut aus den Nationen, weil sie eine erwählte und herausgerufene Person war und die aufgrund ihres Glaubens in dieses Bundesvolk hineinkommt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Dinge auch verstehen. So, das Volk Gottes hatte ja eine lange Reise mit Jahwe hinter sich und das war immer eine Beziehungs- und eine Bündnisreise. Gott macht nicht etwas, was wo wir nicht mitgehen könnten, wo wir es nicht verstehen. Oder er fängt immer mit kleinen Zellen an, wie zum Beispiel mit einer Familie, mit einer Person. Und mit diesen Dingen macht er dann diesen großen Plan, den er hat von Anbeginn der Welt, von Anbeginn der Zeit. Und er bringt diesen Plan bis zu Ende. Gott hatte diese Erwählung des Volkes in Abraham begründet. Er hat damit angefangen. Gott suchte den Abraham, das ist der Name, den er zuerst hatte, später wird er Abraham genannt. Und er beginnt mit diesem Mann einen ganz neuen Abschnitt über seine Absicht, seine Beziehung zu den Menschen wiederherzustellen. Denn die Sünde der Rebellion, die Sünde der Auflehnung durch diesen Sündenfall hatte diese Beziehung zwischen Gott und den Menschen gekappt, unterbrochen, nicht mehr möglich gemacht. Und weil diese Beziehung zerstört war, wusste Gott, dass die Menschheit, das sind wir, das bist du und das bin ich, dass wir diese Beziehung mit ihm ganz verzweifelt brauchen würden.
du und ich, wir brauchen ganz, ganz dringend diese Beziehung mit dem Herrn, diese Vertiefung mit ihm, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Bis zu uns heute ist es die Absicht des Vaters im Himmel und sein größtes Verlangen, in diese Beziehung hinein zu investieren, sich selbst da hineinzugeben, sich selbst wirklich in allem, was er hat, da hineinzugeben, dass diese Beziehung zustande kommt. Und so schaute er nach einem Menschen aus, mit dem er diese Absichten beginnen kann und ausfüllen könnte. Und dieser Mann, der musste einer sein, der Jahwe kannte und der ihm vertraute und durch den er wirklich seine Pläne hervorbringen könnte. Und durch ihn, durch diesen Mann, würden Nationen hervorkommen. Und das war diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Ihr könnt euch sicher daran erinnern, die Bibel schon länger lesen, die wissen, Gott hatte gesagt, schau dir den Sand an und schau dir die Sterne an, so reichhaltig will ich deine Nachkommen machen. Aus diesem Volk sogar, was Gott da mit Abraham begonnen hatte, sollte der Retter kommen, der Erlösung, der Erlöser und der der Schlange den Kopf zertreten würde. Dazu war es nötig, dass dieser Abram zu der Zeit alles verlassen würde, was er hatte. Das ist das, wo wir heute auch sagen, herausgerufen. Du bist herausgerufen aus diesem aus dieser großen Beziehung, dieser Weltbeziehung, dieser weltlichen Beziehung, wenn der Herr dich ruft, wenn du diesen Ruf Jesu auf deinem Leben hörst und er dich herausruft. Und das war bei Abraham genauso. Er wurde von Gott rausgerufen, nämlich dass er einen Unterschied machen sollte mit dem Volk, was Gott mit ihm bilden würde, einen Unterschied zu allen anderen Völkern, die es gab, zu allen anderen Nationen. Er sollte ein Volk begründen, das sich nach Gottes Geboten und Vorschriften ausrichten würde, was wirklich Gott kennen würde. Und aus diesem Volk sollte eben der Retter kommen. Wir lesen in Galater 3, 6 bis 9 eine Bestätigung, die bis zu uns, bis zu dir und mir heute gilt. Denn da heißt es, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, daraus erkennt, dass aus Glauben ist, das sind die, die Abrahams Söhne sind. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet sein alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Aber die Verheißung galt ja nicht nur Abraham, sondern sie ging weiter zu Isaak, seinem Sohn, zu Jakob und später erhält Jakob diesen Namen Israel. Da taucht dann das erste Mal dieser Name auf, der das Volk, was sich dann daraus gebildet hat, dieses Volk trägt dann den Namen Israel. Wie kam nun dieses Volk, oder wir wissen alle, dass dieses Volk in diese große Bedrängnis kommt, nämlich in Ägypten, und darüber wird Martin nachher noch ganz viel berichten, von dieser Bedrängniszeit, von diesem Sklavenleben, von dieser wirklich herausfordernden Situation, in die dieses Volk kommt. Aber wie sind sie denn eigentlich dahin gekommen? So, Jakob hatte 12 Söhne und einer, dieser Josef, der wird von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Aber Gottes Plan hörte ja da nicht auf, sondern durch die widrigen Umstände einer Hungersnot, das ist wirklich, also wenn du das manchmal so siehst in diesen biblischen Berichten, mich begeistert das immer wieder. Also dass selbst widrige Umstände
Gott benutzt, damit sein Plan letztendlich immer zur Erfüllung kommt, immer auf der Spur bleibt, immer ein Ziel hat. Gott macht nicht etwas in deinem und meinem Leben, was einfach nur einfach so wäre. Auch wenn wir es nicht immer so erkennen, aber Gott arbeitet daran, dass er mit unserem Leben zum Ziel kommt und das wird er auch tun. Gottes Plan ist der gewesen, dass eine Hungersnot kommt und die Familie von Jakob, also zuerst die Söhne von Jakob, nach Ägypten ausweichen müssen. Und hier in dieser Fremde, in diesem anderen Land, da wird Jakob dann alt und als er bemerkt, dass seine Zeit zu Ende geht, segnet er seine Söhne. Und an seinen Sohn Juda gibt er die Verheißung Gottes weiter, denn Judas Nachkommen sollen eine Führungsposition über die anderen Stämme, also über die Brüder von Josef haben, bis der Herrscher kommt, den Gott senden würde. Und dieser eine, der würde die Verheißungen Gottes erfüllen, nämlich der Messias, der Sohn Gottes, der aus dem Stamm Juda kommen würde. Das ist dieser große heilsgeschichtliche Bogen. Und in 1. Mose 49, Vers 8 bis 10, lesen wir die Worte, die Jakob seinem Sohn Juda zuspricht. Und darin siehst du schon dieses prophetische Wort, was für Jesus gilt, obwohl es so unendlich lange Zeit vorausgesagt wurde. Und da will ich nochmal dran erinnern, also wenn prophetische Worte gegeben werden, sei nicht ungeduldig und sei nicht verzweifelt, wenn sie nicht 2020 oder 2021 zustande gekommen sind. Warte, warte und guck, was Gott machen wird. Hier in 1. Mose 49 lesen wir nämlich diesen Segenszuspruch für Juda. Deine Hand liegt auf dem Nacken deiner Feinde. Ein junger Löwe ist Juda. Nie weicht das Zepter von Juda, der Führerstab von seinen Füßen, bis sein Herrscher kommt und ihm gebührt der Gehorsam der Völker. Also für die Leute, die stark im Gebet sind, lest dir diese Bibelworte nochmal durch, verändere sie in eine Proklamation und sage, du wirst kommen, Jesus, und in der Zwischenzeit werde ich wie ein junger Löwe auf Raubzug gehen und ich werde den Feind jagen aus meinem Leben, aus dem Leben meiner Kinder und aus dem Leben meiner Umgebung. Welch eine Prophetie, welch eine prophetische Voraussage. Und diese Voraussage, die wird in der Offenbarung, schau, das ist ganz am Anfang der biblischen Berichte, und in der Offenbarung wird das wieder betont. Da wird das gleiche Bild, wie hier von diesem jungen Löwen, der Juda ist, wird in der Offenbarung wieder aufgegriffen. Da kannst du lesen in Offenbarung 5, Vers 5, kann man sich gut merken. Und einer von den Ältesten sagte zu mir, also das ist dieses himmlische Bild, was der Johannes sieht. Und da sagt er, und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, den Sieg errungen hat der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross Davids. Er kann das Buch und seine sieben Siegel öffnen. Das ist, weißt du, darin siehst du diesen Bogen, diese Vollendung, die Gott angefangen hat in seinem Plan, wird zustande kommen. Der Herr hat einen Plan mit deinem Leben, es wird zustande kommen. Die Dinge, die du denkst heute, das ist nicht möglich und das geht nicht und das ist so schwierig und da ist nichts, er wird es zustande bringen, was in seinen Plänen schon vor Anbeginn der Welt festgelegt ist. So, hier in Ägypten treffen die Söhne Jakobs natürlich auf Josef, den sie eigentlich schon abgeschrieben hatten. Sie hatten ja gedacht, also den verkaufen wir und dann ist die Sache für uns wirklich abgegessen und abgeschlossen. Aber stell dir vor, sie begegnen diesem Bruder, diesem Josef, der nämlich der mächtigste Mann neben dem Pharao in Ägypten geworden ist. Die Brüder werden dann sesshaft
in Ägypten. Und dann heißt es, das Volk breitet sich in Ägypten aus. Also diese Nachkommenschaft, Abraham, Isaak, Jakob, breitet sich in Ägypten aus. Und dann kommt dieser Name Israel zur Geltung. Und dann lesen wir, dass in Ägypten es wirklich zu einem Phänomen kommt, nämlich unter dieser Herrschaft dieses Systems entwickelt sich das Volk der Israeliten gut, sogar sehr gut. Du kannst lesen jetzt in 2. Mose 1, Vers 7. Die Israeliten aber waren fruchtbar und es wimmelte von ihnen. Sie mehrten sich und wurden übermächtig und das Land wurde von ihnen voll. Wir erinnern uns an die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hatte. Deine Nachkommenschaft soll sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne des Himmels. Und hier lesen wir das schon, dass genau das hervorgekommen ist. Diese Entwicklung des Volkes, dieses Aufstehen, Ausbreiten, dieses Übermächtigwerden, das ist dem Pharao allerdings ein Dorn im Auge und er beginnt, sie zu bedrücken und zu versklaven. Und doch heißt es im Vers 12, je mehr er sie aber unterdrückte, desto stärker mehrte er sich und breitete sich aus. Und da graute ihnen, nämlich den Ägyptern, vor den Israeliten. Das musst du dir vorstellen. Mitten in der Bedrängnis breitet sich das Volk umso mehr aus. Mitten oder ja, unter der großen, starken Bedrückung steht das Volk noch mehr auf. Es wird mehr, es wird mächtig. Aber es heißt dann, die Ägypter machten ihnen das Leben umso schwerer und sie zwangen sie zu immer mehr und immer härterer Arbeit. Und dann kommt diese eine Szene in diesem Bericht, der für mich persönlich immer ein beachtlicher Bericht im Bericht ist, sage ich mal so, nämlich der Pharao, den ärgert das mit diesem Ausbreiten der Israeliten so stark, dass er verlangt, dass die Hebammen sich am Mord an den Kindern der Israeliten beteiligen sollen oder ich würde sagen versündigen sollen. In Vers 15 bis 18 lesen wir nämlich von dieser interessanten Begebenheit, die packt mich immer jedes Mal, wenn ich das lese und beeindruckt mich so richtig persönlich. Es ist jetzt so ein kleiner Einschub, den ich da mache, einfach wo wir sehen, wie Gott sein Wirken auf ganz verschiedene Art und Weise trotz Bedrückung, trotz Versklavung, trotz diesem dominanten Herrschaftssystem ist Gott doch immer mitten da drin und schützt und hilft und bereitet und versorgt und er bringt sein Ding durch. Da lesen wir nämlich Vers 15 bis 18. Und der Pharao sprach zu den Hebammen der Hebräerinnen und dann werden zwei mit Namen genannt. Also du, ich sag dir was, die Leute, die in der Bibel mit Namen genannt sind, das sind wichtige Personen. Manche im Negativen, aber viele im Positiven. Die eine von den Hebammen heißt Schifra, die andere Pua und sagte zu ihnen, wenn ihr die Hebräerinnen entbindet, gebt Acht bei der Geburt. Ist es ein Sohn, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so kann sie am Leben bleiben. Die Hebammen, oh, das ist so genial, die Hebammen aber fürchteten Gott und handelten nicht, wie der König von Ägypten gesagt hatte, sondern sie ließen die Knaben am Leben. So, dieses Ding kommt natürlich zum Pharao hin und er lässt die Hebammen holen und sagt zu ihnen, warum habt ihr das gemacht und die Knaben am Leben gelassen? Und die Hebammen sagten zu Pharao, weißt du, die Hebräerinnen sind nicht wie die ägyptischen Frauen. Sie gebären wie die Tiere. Noch bevor die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. So, diese kleine Ausflucht oder dieses, dass sie abgewartet haben, bis die hebräischen Frauen wirklich die Geburt schon abgeschlossen hatten,
Das war eine Sache, die aus ihrer Gottesfurcht entstanden ist. So, und Gott achtet dieses Verhalten dieser Hebammen. Denn dann heißt es, dass sie eine Belohnung, eine Zusage, ja eigentlich eine Belohnung von Gott persönlich bekommen, und er achtet auf sie und er sieht sie und er versorgt sie ganz persönlich. Denn die, die Gott treu sind, die können davon ausgehen, dass er sie immer sieht und dass er sich treu zu denen stellt, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn ausgerichtet sind. Da heißt es im Vers 20, und Gott ließ es den Hebammen gut gehen. Ist das nicht genial? Gott ließ es ihnen gut gehen. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr mächtig. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommenschaft. Verstehst du? Das ist ein Ding, wo Gott sich dazu stellt, wenn jemand ihm treu ist, wenn jemand ihn mehr fürchtet als irgendein System, wenn jemand wirklich sich hinter die Dinge Gottes stellt, sich unter die Gotteshand stellt und Gott wirken lässt und wirklich da dran bleibt. Gott ist ein Belohner denen, die ihm vertrauen. So, aber das machte den Pharao noch wütender, und er befahl, dass alle Söhne, die geboren würden, in den Nil geworfen werden müssten. Aber auch hier wieder, Gottes Plan sah anders aus. Und ich finde, das ist schon ein Plan, den Gott hatte, der wirklich lange vorausgedacht war, lange vorausgeplant war, wirklich von Ewigkeit zu Ewigkeit gedacht und geplant war. Denn wir lesen, da gab es diese Geburt von diesem kleinen, jungen Baby, von diesem Mose-Baby. Danach haben wir ja auch, weil wir das in einer Predigt mal sehr dicht empfunden haben, haben wir ja das Körbchen, wo wir die Gebetsanliegen sammeln, das Mose-Körbchen genannt, weil da sind die Dinge drin, die Gott bewahrt, die Gott bewacht, die Gott unter seinen Augen hat, wo er drauf schaut, wo er Pläne hat und Absichten hat, dass seine Pläne und Absichten zustande kommen. Es ist nicht so, dass das, was dir jetzt gerade passiert, dein persönlicher Herzensuntergang ist. Es kann dir schlecht gehen, es kann sein, dass du Schmerzen hast, es kann sein, dass die Dinge jetzt nicht gut aussehen. Aber dein innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, wenn du treu an Gott dran bleibst. Und so war es auch hier. Das heißt, die Eltern von dem Mose-Baby glaubten Gott und sie verhielten sich danach, dass sie Gott fürchteten. Und so haben sie dieses Baby in dieses Körbchen gelegt und Gott hat es auf dem Nil bewahrt. Bei einer Fahrt auf dem Wasser, was man nicht menschlich hätte regeln können. Was für ein geniales Beispiel des Planes Gottes. Und ich möchte dir sagen, sei mutig. Dein Leben ist in mächtigen Händen und es ist nicht nur gerade mal heute so gewesen, sondern auch schon gestern und vorgestern und morgen und übermorgen und nächste Woche und all die Wochen, die jetzt vor uns liegen. Wir werden gleich nachher von Martin über die Fortführung von diesem Mose hören, von dem Plan, den Gott hatte mit seinem Leben, von diesem herausgerufen. Er hat ja den Mose auch herausgerufen in seine Absichten. Und da werden wir nachher etwas von hören. Nämlich, als Mose das Volk aus der herausgeführt hatte, aus Gefangenschaft und Sklaverei durch die Wüste, damit sie in das verheißene Land Kanaan kommen, schließt Gott mit seinem Volk einen Bund. Und er gibt ihnen die Gesetze und Gebote, dass sie darin leben sollen. Natürlich ist es so, dass viele Männer und Frauen, die den Absichten Gottes entsprechen und seine Pläne erfüllen und ihre Plätze wirklich einnehmen, dass sie Gottes Geschichte mitschreiben. Es gibt auch Menschen, die ausgewichen sind, die nicht in seinen Plänen und Absichten gelaufen sind, oder Menschen, so wie Saul zum Beispiel, der gut angefangen hat, aber nachher die Pläne und Absichten Gottes verlassen hat.
und mit Saul, also wenn ich ihn jetzt erwähne, nach Saul kommt David, dieser große Mann nach dem Herzen Gottes, und er wird von Gott erhoben, mit einer Zusage ausgerüstet, die wir in 2. Samuel 7, Vers 16 lesen. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor mir Bestand haben für immer und ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Gott hatte sein Volk immer die Fülle all des Guten, all seines Erbarmens, all seiner Gnadentaten sehen lassen. Auch wenn er sah, wie sie sich anderen Göttern zugewandt haben. Auch wenn er sah, dass sie von ihm quasi wegdrängten, von ihm sich entfernen wollten. Auch wenn er sah, dass sie sein wollten wie andere Völker. So hat er doch immer wieder mit Stricken der Liebe gesucht und versucht, sie wieder zurückzuholen zu sich selbst. Und sein Mitleid und seine Liebe und seine Sehnsucht waren das Bestimmende, dass er oft seinen glühenden Zorn nicht freien Lauf gelassen hat. In Hosea 11, Vers 3 lesen wir etwas sehr Bemerkenswertes. Da heißt es, dabei war ich es, der Ephraim das Gehen beigebracht hat. Er hob sie auf seine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie geheilt habe. Mit menschlichen Seilen habe ich sie gezogen, mit Stricken der Liebe. Und ich war für sie wie jene, die das Kleinkind an die Wange heben. Und ich neigte mich ihm zu und ich gab ihm zu essen. Es muss nicht zurück ins Land Ägypten. Und in Jesaja 63, Vers 8 lesen wir, und er sprach, sie sind mein Volk, Kinder, die nicht treulos handeln. Und so wurde er ihr Retter. All ihre Not war auch seine Not, und der Bote seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Mitleid hat er sie erlöst und er hat sie emporgehoben. Und alle Tage der längst vergangenen Zeit hat er sie getragen. Das ist ein starkes Wort, was uns zeigt, wie Gott mit seinem Volk gehandelt hat, wie er sie immer wieder versucht hat zurückzukriegen, immer wieder mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, manchmal auch mit Gericht versucht hat, sie zurückzuholen zu sich selbst, in diese Beziehung. Die Propheten später sprechen immer wieder von den Verheißungen über den, der kommen würde und der doch so in weiter Ferne schien, aber dennoch würde er kommen. Denn schau, Zeit und Zeitabläufe sind für Gott andere als für uns. Und heute, wo wir in dieser schneller werdenden Zeit leben und sich die Informationen auf schnellstem Weg verbreiten, die Dinge sich rasant schnell verändern, da ist es für uns manchmal schwierig, und eine Herausforderung, diese prophetischen Zusagen wirklich zu beachten, darin zu leben, sie zu umbeten, sie zu proklamieren und hervorzubringen. Und unser Herz muss sich auf die Zeitpunkte und Absichten Gottes einstellen. Die große Vorausschau auf den Erlöser wird immer leuchtender hervorgehoben in den prophetischen Worten. In Jesaja 9, das ist dieser ganz bekannte Vers, der dann uns geschrieben ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seiner Schulter ist die Herrschaft gekommen. Und er hat ihm seinen Namen gegeben. Der Name, den dieses Kind tragen würde, war der Name Gottes. Und hier lesen wir, was der Name gewesen ist. Wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedefürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids. Halleluja, das ist genial, das ist gute Nachricht. Und das ist die gute Nachricht für dich und mich gewesen, nämlich als du diesen Heldengott, diesen Friedefürst, diesen Retter, diesen Heiland
gehört hast in deinem inneren Menschen und gesagt hast, ja, genau, ich will dir mein Leben geben. Ich will dir, Jesus, glauben und vertrauen. Wir heute haben diesen Heiland, diesen Retter empfangen. Welch ein Vorrecht. Wir heute haben sein Wort. Wir können sehen, wie die Verheißungen Gottes, die Gott Abraham gegeben hat, wo er ihn rausgerufen hat, über die ganzen Stationen, über die ganzen Männer und Frauen des Alten Testaments, nachher später auch des Neuen Testaments, wie er diese Verheißungen erfüllen würde in Jesus, wenn er diesen Retter und Erlöser schicken würde. Jesus kam zuerst für die Juden, zuerst im Volk der Juden. Er ist die Verheißung, die mit Abraham begonnen hatte. Er wird der Sohn Davids genannt und durch ihn werden gesegnet werden alle Völker. Bis heute. Das ist ein gültiges Wort. Gott nimmt das nicht zurück. Er verändert das nicht. Und Jesus sagt nach seiner Auferstehung, dass er nicht nur für das Volk der Juden gekommen ist, sondern auch für die Heidenvölker. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ist es nicht genial, dass Gott Jesus nicht nur für das Volk der Juden, für das Volk des Eigentums, für dieses erwählte Volk gegeben hat, gesetzt hat, sondern dass er für uns, die wir uns zu den Heidenvölkern rechnen, dass Jesus für uns gekommen ist, für dich und für mich. In Johannes 10, Vers 16, da lesen wir, dass Jesus sagt, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Das ist das, was wir in der nächsten Woche noch dichter betrachten wollen, wo wir um dieses Passafest, um dieses Sterben und Auferstehen Jesu, wo wir da nachdenken wollen. Ich habe gelesen dann auch in Römer 11 von diesem Bild, was Paulus verwendet, um zu erklären, wie die Heiden quasi eingepfropft werden in diesen großen alten Stamm des erwählten Gottesvolkes der Juden. Und ich habe dann drei Bilder für euch, die ich euch zeigen möchte, die das echt sehr schön verdeutlichen. Nämlich vor ein paar Jahren waren wir in Israel und wir haben dort im Garten Gethsemane auch das Abendmahl eingenommen und wir konnten uns ein bisschen dort in dem Garten Gethsemane umschauen. Und wir sind natürlich zu diesen alten, wirklich uralten Ölbäumen hingekommen. Und ihr seht hier jetzt diesen ersten Ölbaum. Und dieser Ölbaum, der wird bei Paulus erwähnt, nämlich Paulus schreibt hier in Römer 11, Vers 16b bis 17, die Wurzel des Ölbaumes trägt den Baum. Deshalb sagt er, weil die Wurzel heilig ist, sind auch die Zweige heilig. Und dann ist das der Sinn davon. Ihr seht hier in diesem alten Ölbaum werden junge, wilde Triebe eingepfropft. Sie werden in diesem Verfahren von diesem Einpfropfen in den Stamm eingebracht. Und sie ziehen dann aus diesem Stamm alles Lebensnotwendige und bilden dann wieder neue Blätter, neue Zweige. Und so ist dieser Ölbaum immer wieder grün. Und das Ding ist, dass dieses Einpfropfen von den Zweigen, du kannst mal das zweite Bild zeigen, dass dieses Einpfropfen von den Zweigen quasi die Wurzel des alten Ölbaums immer wieder zu einer Aktivität quasi antreibt, dass er immer wieder Leben spenden muss, generieren muss, dass da immer ein Zufluss ist für die neuen Zweige. Und dieser Vorgang hält eigentlich diesen Baum letztendlich am Leben. Durch das Einpfropfen dieser wilden Zweige wird die Wurzel aktiviert, wird der Stamm durchlässig
für Versorgung und so bleibt dieser Baum aktiv. Hast du das dritte Bild noch? Ja, da könnt ihr das sehen. Aber Paulus sagt auch in diesem Beispiel dieses ganz ernste Wort, dass er hat das ja verglichen mit den Christen, die zum Glauben kommen oder die Leute, die vom Glauben abfallen würden, dass diese an der Hoffnung, an dem Glauben an Christus dranbleiben müssen, damit sie nicht wieder herausgebrochen werden. Und genauso rum, wiederum können wilde Ölzweige wieder eingepfropft werden, wenn sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Wenn du dich selber nochmal in diese Bibelstelle hinein vertiefst, wirst du das noch mehr verstehen. So, das war mir damals ein hilfreiches Verständnis dafür, dass wir zu dem Volk Israel, zu diesem ersterwählten Volk, dass wir als eingepfropfte Zweige hinzugekommen sind, dass da eine Verbindung ist, die kann man auch nicht auseinandernehmen. Wir sind nicht getrennt von dem Volk Israel, sondern es ist eine Einheit. Gott betrachtet uns als eins, ein Ölbaum. Und wir heute sehen das ja ganz deutlich in diesen Dingen, die wir in unserem Glaubensleben auch haben. Und ich habe hier noch einen Text aus dem Alten Testament. Da wurde den Israeliten gesagt in 2. Mose 19, Vers 6, denn du bist ein Volk, das Jahwe deinem Gott geweiht ist. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern auf der Erde für sich erwählt und als sein eigenes Volk. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und genau dieses Ding, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, wird im Neuen Testament in 1. Petrus 2, Vers 9 zu uns gesagt. Schau, da hast du wieder diesen großen Bogen, der angefangen hat, wirklich in den Mose berichten und bis zu uns heute gültig ist. Denn das Neue Testament drückt es so aus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündigt die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Ihr seid Könige und Priester. Du hast sie zu Königen und Priestern gemacht. Ist das nicht das Genialste, das Beste, das größte Vorrecht, was wir haben? Könige und Priester sein. Für mich klingt das manchmal so ein bisschen ungewöhnlich, dieses König sein und Priester sein. Manchmal habe ich mich so ein bisschen daran gerieben, an diesen Begriffen. Manchmal war es mir schwer, das zu verstehen und mit meinem eigenen Glaubensleben so zu füllen. Und Könige sein, das ist heute für uns fast komisch, weil wir in diesen Beziehungen ja nicht so unterwegs sind. Und Priester, das war für mich manchmal so, ja, das sind so bestimmte Leute. Aber je mehr ich mit dem Herrn unterwegs bin, desto mehr verstehe ich, was er meint. Er meint, jeder, der sich zu Jesus Christus im Glauben bekehrt, der reingewaschen ist und wo Jesus der Herr des Lebens ist, hier bekommt derjenige eine Aufgabe. Es wird ganz deutlich, dass Gott diese Aufgabe für uns wollte, für dass er Herausgerufene, dass er Botschafter wollte, Verkündiger der guten Nachricht und dann eben ihr seid Könige und Priester. Als König zu leben, das bedeutet, wir sind mit der Autorität, die Christus in uns hat, ausgestattet, beschenkt, ausgerüstet. Und es bedeutet, dass wir mit ihm herrschen sollen. Ein König herrscht über ein Volk. Und das ist mit dem Herrschen so eine Sache. Und es wird oft missverstanden, wie Herrschen eigentlich zu verstehen ist. Und wir haben das oft gesehen, auch in der Geschichte der Völker, dass Herrschen oft mit Beherrschen zu tun hat, mit Manipulation, mit Bedrückung, mit Versklavung, mit diesen ganzen Dingen, die eben Herrschen in eine negative Seite gebracht hat. Jemand hat mal gesagt,
also von wegen Könige und Priester, wir sollten mehr Priester als Richter und Herrscher sein. Und da ist wirklich was Wahres dran. Das Herrschen als Könige, wie es im Eigentlichen gemeint ist, bedeutet, dass das die sind, die die Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit in überfließender Fülle empfangen haben. So schreibt es nämlich der Römerbrief in Kapitel 5, Vers 17. Und wir sollen in dieser Gnade handeln und im Geistlichen herrschen über die Dinge, die gegen Gottes Reich und gegen seine Ordnungen stehen. Unsere Identität hat ganz stark mit der Autorität zu tun. Unsere Identität, die sich in Christus begründet. Und wir, also das, was ich in meinem Glaubensleben immer wieder erlebt habe oder wo ich heute noch drum bete, ist, dass ich mich immer mehr in seine Identität hineinentwickle. Immer mehr werden wie du. Immer mehr werden wie er ist. Immer mehr denken, wie Jesus denkt. Immer mehr handeln, wie Jesus handelt. Immer barmherziger zu sein, wie er barmherzig ist. Immer friedvoller zu sein, wie er Friedefürst ist. Und all diese Dinge. Und wir haben ja ganz oft, das fällt mir gerade ein, wir haben ja schon ganz oft euch dieses Buch vorgestellt, Neues Leben, neue Identität. Das ist von Neil Anderson. Das hat uns in einer Zeit unseres Glaubenslebens sehr, sehr geholfen, das zu verstehen mit der Identität und Autorität in Christus und wie wir da hineinkommen, wie das praktisch passieren kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. So schauen wir noch ganz kurz auf dieses Zweite, das Priestersein. Als Priester zu handeln, das heißt, wir dürfen hinzutreten zu diesem Thron der Gnade. Gewissermaßen dürfen wir diesen Dienst im Allerheiligsten, den nur der Priester, der hohe Priester tun durfte, den dürfen wir ausüben. Für andere beten, für andere zu bitten, selbst um Vergebung zu beten und all diese Dinge, die da sind. Was wir im Alten Testament beschrieben finden von diesem priesterlichen Dienst im Himmel, im Tempel, Entschuldigung, das ist als ein natürlicher Ablauf beschrieben. Und wenn wir das heute lesen, dann müssen wir auch das schaffen, dass wir sagen, das, was hier im Natürlichen, im Alten Testament, im priesterlichen Dienst beschrieben ist, gehört zu uns im geistlichen Bereich. Und das ist das, was wir heute als Priester des Herrn, als Priester von Jesus ausüben. Es ist wirklich ein Amt, es ist kein Job, den wir einfach mal machen und denken, naja, will ich das heute oder will ich das nicht? Gibt es da ein paar Kompromisse, durch die man sich so durchschlängeln kann? Oder heute habe ich keine Lust oder irgendwie sowas? Das ist alles nicht das, was das meint. Es bedeutet, dass gläubig gewordene Menschen durch Christus einen direkten Zugang zu Gott haben. Und es gibt diese Trennung nicht mehr. Wir sind ein heiliges Volk. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein, so sagt es der Herr. Alle gläubig gewordenen Menschen sollen Gott geistliche Opfer bringen. Das heißt, sie sollen Gott gehorsam leben, sich nicht der Welt anpassen und sich nicht dort als erstes unterordnen, sondern einen heiligen Lebensstil einüben und beibehalten. Beten, Opfer des Lobpreises, das sind Dinge, Begriffe, die uns allen ja sehr bekannt sind. Und vor allen Dingen in der nächsten Woche, denke ich so mit Passa, das ist für mich immer ein Grund, wo ich sage, das ist Opfer des Lobpreises für das, was er für mich getan hat und wo er für mich alles gegeben hat. Priesteramt bedeutet, anderen zu dienen. Und als priesterliches Volk sollen wir das Wort Gottes verteidigen, die gute Botschaft von Jesus verkünden und dafür beten, dass Menschen zu einer Frucht werden, zu Menschen werden, die in das Reich Gottes hinein dazugefügt werden. Und dann bedeutet es auch, dass Gott uns selbst als Waffen der Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt haben möchte. Das heißt,
das tun, was nach Gottes Maßstäben, nach seinen Plänen und nach seinem Ratschluss richtig ist. Das kannst du nochmal lesen in Römer 6, Vers 13 und 19. So, du siehst durch diesen kleinen, großen Bogen, dass Gott treu ist und dass er seine Verheißungen erfüllt, auch in deinem Leben. Er wird seine Pläne und Absichten vollenden und er wird immer in seiner Treue zu uns stehen. Er hat dich und mich gerettet. Er hat dich und mich sein Mitleid sehen lassen. Er hat sich erbarmt. Er liebt dich und er hat dich herausgezogen. Er hat dir vergeben. Er hat dich angenommen. Er hat sein Blut für dich vergossen. Er hat dich getragen und er trägt dich immer noch. Alle Tage deines Lebens. Du gehörst zu Gottes Volk. Du bist das Volk des Eigentums, dem er dich hinzugefügt hat. Du gehörst zu den Königen und Priestern, die er gesetzt hat, damit seine Pläne und Absichten hervorkommen. Und das ist das, was wir auch in diesem Clip immer wieder betonen, immer wieder proklamiert haben, festgehalten haben. Wir sind Gottes Volk. Amen und Amen.